Hey Leute, hier ist Sanako und wie ihr wisst, fange ich ein neues Projekt an. Wie ihr seht, ist es Naruto Ultimate Ninja 2 und wir machen ein neues Spiel. Aber eins möchte ich noch sagen, ich spiele hauptsächlich nur die Szenarios. Also, ihr braucht ja nicht sagen, ja mach mal Mission oder so, wo ich euch... Ups, scheiße! Ich wollte noch was ändern. Ich wollte die Schwierigkeit ein bisschen hoch machen, sonst wird das ja alles hier Pipilax, ne? Einfach zu einfach für mich. Wo war das denn nochmal? Ich muss mich mal umgucken. Geschäft? Nee, das ist ja... Ich muss mich doch irgendwie auf Optionen kommen. Nee... Oh ja, mal gucken. Kann ich die hier auf Japanisch irgendwie machen? Oh ja, Japanisch. Und dann Schwierigkeit auf schwer. So. Dann fangen wir mal an. Nehmen wir einfach Naruto. Ja, Naruto, yeah. Ich hoffe, die Lautstärke des Spiels ist also nicht leise, weil ich habe die auf 10. Kakashi, du hast keine Chance gegen ihn. Ach man. Ich muss mich einfach wieder richtig gewöhnen an das Spiel. Komm doch rüber. Ich will die ganze Zeit die Nütze einsetzen, aber er blockt das immer ab. Ich brauch keinen Dem, ich besieg dich auch so. So, endlich. Ugh.
Jeder Charakter kann 3 verschiedene Uses einsetzen. Also richtige, wie soll ich sagen? Okay, jetzt muss ich wohl ernst machen. Sonst lose ich hier noch ab beim ersten Versuch. Hallo? Willst du mich verarschen oder was? Komm schon rüber, ich setze noch ein Jutsu ein, Kakashi. Mein bester Freund. So. Das war knapp. Ach ja, ich habe ja auf Schwierigkeit hochgemacht. Also schwer. Deswegen. Einen Kampf müsste ich, glaube ich, noch schaffen. Jupp. Ach ja, wir kriegen mitten des Kampfes immer so Hilfscharakter wie Iruka oder bei Sasuke ist das Kakashi oder Sakura und die geben uns bestimmte Items und die helfen uns beim Kampf. Komm doch her. So, das ist das ultimative Jutsu von Naruto hier. Wenn man den Gegner irgendwie durch Wände schlägt oder so, da springen dann auch mal so Chakra-Bälle raus und die können wir uns dann einsammeln und dann halten wir neue Chakra.
so. Und wenn man den Steuer kurz nach unten drückt und gedrückt hält, damit kann man auch wieder Chakra neu laden. Komm her. So, das war ein Hilfscharakter für Sasuke und... Ups. Ob ich noch einen Kampf schaffe? Mal sehen. Ich sag eher, ich beende hier den Part und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, Leute. Ciao.